Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Abend. Ich kann Ihnen versprechen, gleich zum Anfang tue ich das. Es wird ein ganz besonderer Abend. Wir haben hier viel vor. Wir werden eine Karawane von 14 Sängerinnen und Sängern hier auffahren. Die werden an uns vorüberziehen und ich glaube, sie werden einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Format sieht dann ungefähr so aus wie bei DSDS, nur dass das bei uns nicht, dass das bei uns heißt, Dieter sucht den Superstar, wobei nicht Dieter B. Gemeint ist, sondern Dieter Mantei. Der wird sich also, denke ich mal, ein paar Notizen machen heute Abend und dann werden wir sehen, wer nächstes Jahr noch dabei ist. So, wir haben ja auch mal was ganz Besonderes insofern, dass wir eine Co-Moderation versuchen und dafür haben wir uns auch ganz große Vorbilder gesucht. Zum Beispiel Caroline Reiber und den Gunsch und oder zum Beispiel Margot Ebert und Heinz den Quermann. Ja, das so viel zur Einleitung und jetzt habe ich schon gesehen, Michi hat ja ein riesiges Pult voll Noten. Sag mal, Michi, spielen die von der Big Band auch alle Noten, die hier drin sind? Ja, meistens. Manchmal auch ein paar mehr oder ein paar weniger. Oder andere. Also du meinst jetzt die Improvisation? Ja, genau, die meine ich. Ach, die meinst du. Na gut. Sag mal, da sind ja auch ziemlich viele Noten in einem so einem Titel. Hast du da schon mal durchgerechnet, wie viele das sind? Ich glaube, so auf 1000 Noten kommt so ein Titel. Wow. Oder?
Kann bei einigen Tüten. 1000 Minuten kann man schon hinkommen, ja. Da sehen Sie mal. Attack Sounds und Michel Duke Geisler. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen wir zum wirklich wichtigen Teil des heutigen Abends, und zwar zu den Sängern. Ich werde mich also bei der Moderation so ein bisschen auf die Sänger konzentrieren. Ich möchte Ihnen die Mitglieder der Band vorstellen. Und da haben wir zum Ersten, wir haben ja ein besonderes Motto heute Abend. Das heißt Gigolo Swings Nightingale. Und so sind auch die ersten beiden Titel. Und zwar haben wir erst einen Mann, der seinen Mann seinen zum Beruf gemacht hat. Und dann haben wir eine junge, hübsche Dame, die singt von der Nachtigall im Park. Uiuiui. Und ich glaube, sie sucht noch einen Nicht-Gigolo zum Mann. Das wären Don Stefan Förster, glaube ich, heißt er. Und Señorita Inga Rotanne sein. Viel Spaß, es geht jetzt richtig los. Vielleicht darf ich noch anfügen, der erste Titel, den er sagte, ist ja, war Caravan von Duke Ellington, und wir hatten zwei hervorragende Solisten, und es gehört sich einfach so, dass wir natürlich auch die Instrumentalisten vorstellen. Wir hatten ein Solo von Christian Lange am Tenorsaxophon. Und von Thomas Grose an der Trompete. Just a gigolo. Thank you.